Erst letztens gab es mit The Ascent ein Action-Rollenspiel, das ein Blade Runner-ähnliches Szenario mit der Spielmechanik eines Twin-Stick-Shooters vermischte und das grafisch höchst opulent und detailliert daherkam. Diesen Sommer kommt noch ein weiterer Twin-Stick-Shooter auf den Markt, dieses Mal allerdings für die PlayStation und den PC. Clid the Snail heißt das Ganze, Clid die Schnecke auf Deutsch. Wohlgemerkt mit D statt T. Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht lieber einen anderen Titel hätte wählen sollen, der nicht zu solch verfänglichen Assoziationen aufruft. Doch abseits des etwas komischen Namens, wie spielt sich Clid mit D, The Snail, denn nun? Dank einer Preview-Version konnte ich schon mal reinschnuppern. Die Menschheit existiert nicht mehr. Doch spätestens seit Jurassic Park wissen wir, dass die Natur immer einen Weg finden wird. Und so haben Insekten und anderes Gekräuch durchaus überlebt. Wir schlüpfen nun in die Rolle der Schnecke Clid mit D, einem Rabauken, der seinen Platz in dieser dystopischen Miniaturwelt erst noch finden muss. Das heißt für uns Spieler, dass wir durch düstere Areale wandern und ausgestattet mit diversen Wummen auf Gegner ballern. Dabei steht aber nicht nur Action nonstop im Vordergrund, denn die Entwickler wollen in diesem reinen Singleplayer-Spiel auch eine Geschichte erzählen, die spannend ist. Um was es genau in der Geschichte geht, kann ich noch nicht sagen, aber wir treffen auch noch andere Kreaturen, die in unserer Story eine Rolle spielen. Abseits der Geschichte betonen die Entwickler auch, dass der Kampf im Spiel strategisch angegangen werden soll. Man müsse bedächtig vorgehen und die richtigen Waffen und Taktiken wählen. Auch hier muss ich sagen, dass ich davon selbst noch nicht so viel gespürt habe. Die Handvoll Feinde, die ich in der Preview-Version serviert bekam, taten sich jetzt nicht durch schlaues Verhalten hervor. Ohne Probleme kam ich hier mit aggressiver Ballerei durch. Auch der Bossgegner, eine Maus mit Flammenwerfer, war in der ersten Phase des Kampfes sehr stationär und keine wirkliche Herausforderung. Aber eventuell wird das ja noch im Laufe des Spiels anders. Immerhin traf ich auch auf einen Händler, bei dem ich Munition und andere Dinge kaufen konnte. Leider war es allerdings noch nicht möglich, das Gehäuse meiner Schnecke zu modifizieren. Das wird dann wohl erst in der Finalversion gehen. Abseits der Action gab es auch ein Schalterrätsel mit Lasern, das man lösen musste, um weiterzukommen. Aber um nochmal auf die Sache mit der Schnecke zu kommen, würde es nicht im Titel stehen und hätten die Entwickler es mir nicht gesagt, dass wir eine Schnecke spielen, wäre ich vom reinen Look nicht darauf gekommen. Durch die Perspektive und Dunkelheit der recht farbarmen Grafik sieht unsere Figur einfach wie ein kleines Wesen mit einem Rucksack aus, bei dem man gar nicht genau erkennt, was es ist. Auch wenn das Spiel insgesamt recht gut aussieht, so würde ich mir wünschen, dass weniger Weichzeichner zum Einsatz kommt. So habe ich das Gefühl, als hätte jemand Vaseline auf die Kamera geschmiert, wodurch die Beleuchtung zwar etwas mehr zur Geltung kommt, aber auch weniger Kontraste vorhanden sind. Clid the Snail macht einen ganz okayen Eindruck. Die Grafik ist recht hübsch und die Ballerei geht gut von der Hand, auch wenn ich mir besseres Trefferfeedback wünschen würde. Feinde reagieren einfach etwas zu wenig, wenn sie getroffen werden. Und ich finde es schade, dass das Spiel keinen Mehrspielermodus bieten wird. Mag sein, dass die Geschichte noch spannender wird und wirklich gut erzählt ist und der Kampf auch noch mehr Strategien und taktisches Einfühlvermögen verlangt, aber bis jetzt ist davon nicht so viel zu sehen. Gerade Twin-Stick-Shooter profitieren in meinen Augen enorm von einem Koop-Mehrspielermodus. Wem das fantastisch düstere Setting gefällt, der sollte Clid the Snail im Auge behalten. Im Sommer soll das Spiel für die PlayStation erscheinen, eine PC-Version folgt später.